Was geht ab, liebe Leute? Einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal eine kleine Jump'n'Run Map und mit wir meine ich mich und den Typen da hinten. Ja, ja, ja. Oh ja, hier Unbekannter. Hallo. Ja, genau. was Chris auch noch nicht weiß, die Map habe ich selber gebaut. Ja. Und zwar so ungefähr vor ein, zwei Monaten mal. Jedenfalls, das war eigentlich auch noch für jemand anderes gedacht, aber ich dachte, wir spielen es einfach mal. Wenn du hier mal reinguckst, kannst du dir einfach mal ein Buch rausnehmen und den Block darunter. Okay. Das Buch Jump'n'Run Map, natürlich erbaue ich. Du wolltest schon immer einmal gegen deine Freunde im Jump'n'Run gewinnen. Dann versuch das doch hier mit dieser Map. Das hier ist eine Map, in der zwei Freunde gegeneinander spielen können. Good luck. Dann kommen noch so ein paar Regeln und so ein paar Erklärungssachen. Aber da ich es gebaut habe, weiß ich ja noch, wie es funktioniert. Okay. Ja. Oh. Ja, du hast diesen Block hier. Und wenn du über den drüber gehst, kannst du sehen, was mit dem ist. Und zwar, meiner kann platziert werden auf einem Dia-Block. Meine auf dem Eisen. Genau, jetzt gucken wir mal. Hier unten ist zum Beispiel nicht ein Dia-Block, sondern hier ist mein Dia-Block. Okay, okay. Aber ich halt, hab Angst. Bevor du drauf gehst, auf die Leiter und dann draufklicken, damit du so nah wie möglich am Command-Block bist. Und dann kannst du den. Okay, warte. Soll ich jetzt machen? Ja. Okay, die Code. Was ist so? Hallo. Okay, hast du auch wirklich das ganze Buch gelesen? Nein. Nein, also. Also. Warte. Die orangenen Druckplatten hier sind für Checkpoints. Ja. Kannst du gleich mal aktivieren? Danke für den Coin. Okay, und in der Kiste haben wir einen Startblock. Das jetzt können wir praktisch, wenn du kannst es einmal auf den Eisenblock draufsetzen. Okay, warte, ja. Und wir könnten die Map jetzt erst anfangen, wenn ich auch bereit bin. Das heißt, erst wenn ich hier reinsetze, dann fängt es hier alles an. Sehr, sehr, sehr gut. Das ist eine gute Map. Also bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Zur Info, unter uns ist Wasser. Wenn du ins Wasser reinfliegst, wirst du instant gekillt, also. Oh nein! Okay, wir versuchen es, okay? 3, 2, 1. Ich hab Angst. Oh nein, bitte nicht! Du weißt wahrscheinlich, wo die ersten Sprünge sind. Ja, aber ich hab's auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß, dass es auf jeden Fall. Oh Gott. Ungefähr 20 Minuten geht. Oh Gott. Und ab und zu ist ein bisschen was gespiegelt, aber das sind trotzdem die gleichen Sprünge. Oh Gott, der Kampf, Mann. Hopp, hier und da und hopp. Hallo. Ja. Okay, dann müsste das so rumgehen. Hier und hier, genau. Oh nein. Ey, wenn du jetzt hier dran schon versagst, ne, wie soll das denn erst später werden? Weißt du, irgendwie ist gerade meine Maus die Einstellung irgendwie voll so langsam. Kennst du das? Ja. Also ist das gerade bei mir das übelst schwer, darüber zu spielen. Man kann hier übrigens auch nicht drüber. Okay, da musste ich kurz weg, aber dann können wir weitermachen. Ich hab die ganze Zeit was belabert. Echt? Ja. Oh je. Ich hoffe, das musst du alles zusammenschneiden. Nein, ich spring zu weit, oh Gott. Wie geht der Sprung, Mama? Ja, geil. Ich hab mal anders probiert. Hab mal probiert, ob das so geht, aber nein, das geht wirklich nicht. Doch, es geht. Du kannst auch drauf und dann einfach weiter. Oh nein! Oh nein! Oh.
Ey, das ist so schwer, wenn es so ist. Ich glaube, ich muss mal meine Schank vielleicht runter machen. Es leckt mir viel zu viel. Ja, macht es. Normalerweise müssten 3 oder 4 Chunks ausreichen. Okay. So, lauf drauf und in dem Moment, wo du einen Schaden bekommen hast, musst du abspringen, damit du im Flug keinen Schaden bekommst. Ah, das... Okay, warte. Ich hab das ja... Oh, ich bin ja richtig krass. Wie hab ich denn das geschafft, Alter? Danke, Florian, für den Tipp. Das ist ja ein... Ey, weißt du, ich stehe da einfach 3 Stunden noch drin im Wasser. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen buggy. Sobald du dich halt im Wasser bewegst, gehst du erst drauf. Das ist cool. Naja. Ich muss das nur verstehen. Oh nein! Eigentlich musst du, glaube ich, nur in einem drin sein. Wenn ich mir ehrlich bin, oder? Nee. Das geht nur bei den Holzdingern. Oh mein Gott, ich bin oben. Ja, ich noch nicht. Ja, ich bin... Ey, wenn meine Maus immer noch sowas macht, ey. Ja, 10 Jahre. Scheiße, ich guck mal, ich klick nicht mal drauf auf meine Maus. Also die... Oh Mann, wie das einfach aussieht. Ich bin 10 Jahre, oh, ich bin endlich oben, wow. Okay, da hinten kannst du, wenn du den Sprung schaffst, hallo hinter dir. Warte, oh Gott, ja. Wenn du den Sprung schaffst, kannst du auf den Checkpoint drauf. Ey, nee. Also ich bin drauf. Ja, du, ich weiß, dass ich das nicht schaffe, weil hier oben das ist. Lauf mal einfach durch. Ey, nee. Das sind unsichtbare Blöcke. Musste mir so einen Schrecken einjagen. So, weißt du, was jetzt noch besser ist? Ein ja. Dropper. Muss man sich wirklich droppen oder darf man auch so runtergehen? Spätestens beim dritten Teil stirbst du. Und ich hatte am Anfang Wasser genommen. Dann habe ich gemerkt, oh scheiße, wenn man da reinfliegt, stirbt man ja. Also habe ich nochmal das geändert mit Spinnweben. Bin drinne. Als ob du das First Try geschafft hast, Mann. Ich auch. Okay, das ist gut. Ich, okay. Oh, was ist das? Oh, das ist ein bisschen zu hoch. Nein. Ja, du bist schon wieder oben, oder? Ja. Ich hole mir auch erstmal einen Checkpoint hier. Diese Maus, ich glaub. Ja. Genau. Was? Wenn du jetzt stirbst, wirst du wieder ganz am Anfang gebracht zu deinem, Dings, zum Dropper. Ja! Darauf freue ich mich richtig. Ich mag keinen Sprung nicht. Oh Gott, ey, das wird auch mit dieser niedrigen Mausempfindlichkeit. Wo sind wir hier? Ich hab gedacht, wir sind bei Jump'n'Run. Nein, ich bin runtergefallen. Oh Mann. Jetzt habe ich jetzt mein eigenes Jump'n'Run nicht pack. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Wie weit vorne bist du denn bitte? Ey, was? Nein. Ich brauche Hilfe. Irgendwie verarscht mich das Spiel gerade. Stirbst du die ganze Zeit? Ich bin immer noch am Anfang. Soll ich auf dich warten oder weiterspringen?
Ey, da, was ist das? Spätestens beim zweiten Block springt er einfach nicht mehr. Oha, das ist fies. So, und jetzt, komm. Ey, da. Ohne Witz, ich rage gleich. Ja, genau, weil du schon beim nächsten Checkpoint bist. Ich brauche deine Hilfe. Echt? Ja, ich weiß nicht, was der Kopf macht, aber mich tötet oder nicht, oder der Hebel, besser gesagt. Ich würde ja sagen, probier's aus, aber nachher musst du es auch nochmal machen. Oh, was ist das? Oh, ey, das gibt's nicht. Das ist ja Magie. Was ist Magie? Sie öffnen sich, diese Blöcke. Und jetzt. Oh mein Gott. Ah nein, jetzt kommen diese blöden Teppichsprünge. Ich fand die gar nicht so schwer. Oh Gott. Ich laufe halt fast mal ins. Ah, den sieht man fast nicht. Nein! Oh Mann. Ja, so hatte ich es. Ja, gut. Erstmal Checkpoint, oh Mann, ey. Ja, komm, easy. Das war wirklich easy. Ein Hacker. Das ist Anstrengung pur. Hallo. Beweg dich mal. Oh, jetzt bin ich gestorben. Oh, das jetzt tut richtig weh. Das tut weh. Hier lang kann man das hier, ja, kann man ausklappen. Oh nein. Jetzt kommt das Ding, was ich am meisten hasse von diesen Sprüngen. Ich mag diese weißen Dinger nicht. Ja, diese Endrods, ne? Ja. Ich werde da 10 Jahre hängen. Hallo? Danke. Big. Ja, das war da. Aber nicht so schon mein Leben. Ich stelle jetzt meine Chance runter. Ich mach wieder Hekodaio an. Ach, meine Maus macht wieder auch Hekodaio. Aus. Ich zerschlag die gleich. Dann habe ich keine zum Spielen, aber. Gott, wie schafft man das am besten? Oh Gott. Ja, ich habe den zweiten Stab einfach übersprungen. Ja. Gibt's. Ich bin einfach weitergesprungen. Ich war schon an der Leiter eigentlich. Aber irgendwie bin ich noch weiter geglitten und bin dann gestorben. Oh. Und ja. Warte mal, soll ich dir ein bisschen helfen? Nein, danke. Nicht? Ich schaff das schon. Okay, doch. Warte mal, du müsstest eigentlich OP haben, du kannst dir selbst kurz Game Mode geben und davor gehen. Was lügst du hier? Lol, okay, mach einfach weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Leben. Was ist da? Und nun? Oh. Shit, wir haben, glaube ich, irgendwas vergessen. Oh, nee. Ja, also Leute, das ist kurz zählt, wenn man da unten einen Schnitzel reinpackt, dann geht das Teil wieder raus, ne? Okay. Weißt du, ich pack einfach mein Buch rein. Ist besser. Oh.
Hey, wer war Erster? Keine Ahnung. Aber es lag ganz schön bei mir. Ja, bei mir zum Glück nicht. Aber wenn du das später mal siehst, dann weißt du doch, warum es laggt, okay? Oh, schön. Ja, das ist mein Tiger. Das kann ich mal später in der Aufnahme nachgucken, welcher von diesen Leuchtstrahlen als erstes war. Der grüne für mich oder der blaue für dich? Hier, keine Ahnung. Ich glaube, das war beides. Vielleicht kannst du ja, guck einfach nach. Und dann sehen wir auch, wer gewonnen hat. Okay, Leute, wir hoffen natürlich, euch hat die kleine Jungle Run Map gefallen. Wenn ihr möchtet, dass wir mal ohne Cheaten eine richtige Adventure Map spielen, also mit Jump'n'Run und so, dann schießt doch gerne mal den Like-Button ins All und ja, möchtest du noch was sagen? Nein, nur bye-bye. Naja, also von den Toten her habe ich schon mal verloren. Das heißt, wenn nachher in der Nachbearbeitung nicht deutlich klar ist, wer der Sieger ist, dann habe ich wohl verloren. Tja, okay, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.